Hey Leute, willkommen zurück zu State of Decay. Ich würde sagen, wir machen mal weiter. So, Kumpel, du bist hier fertig, ne? Ja, mit Martin habe ich letztes Mal ein paar Vorräte gesammelt. Aber ich hoffe mal nicht, dass der. Natürlich rennt er mir jetzt nach. Kumpel, du musst die Dinger ja abliefern, weißt du das? Das weißt du, ne? Ich hoffe mal, der schnallt das auch. Hier, komm mal her. Oder müssen wir hier hinlaufen? Man muss ja immer auf die Flagge. Auf den Zielpunkt. Hallo? Martin? Ich kann doch nicht mit ihm reden. Was ist da los? Lilly! Nein, ich will die So nicht long. rekrutieren. Ach so, was ich euch auch nicht gezeigt habe letztes Mal. Ich kann hier auch in meiner Basis, kann ich Funksprüche aussenden. Und zwar mit Heldengruppen Kontakt aufnehmen, Lebensmittel, Medikamente, Munition, Materialien und Benzin kann ich suchen lassen. Ich mache aber einfach mal Überlebende suchen. Ja, kostet halt 100 Einfluss, aber trotzdem. Das ist es mir dann doch wert. So, Kumpel, was ist denn jetzt los? Du willst doch hier dein Rohstoffzeug abliefern, oder nicht? Wolltest du nicht, oder was? Macht er jetzt nicht. Ich habe keine Ahnung, warum er das nicht tut. Wie gesagt, ich habe so eine Mission noch nicht gemacht hier. Mensch, Martin. Liefere die vor. Ach so, warte mal. Ich bin auch so blöd, ne? Ich muss die irgendwo hinliefern. Wo denn? Ach hier. Liefere die Vorräte aus. Na gut, das mache ich dann mal. Dann schnapp ich mir schnell ein Auto und wir fahren dorthin. Hoppala. Wollte ich nicht. Damit kann man auch Zombies anlocken, wenn man Türen aufsprengt mit der Schulter. Ist nicht so gut. Würde ich lassen. Aber ja, dann fahren wir halt mal schnell dorthin. Das mit den Medikamenten hat noch ein bisschen Zeit. Ich meine, ich glaube nicht. Kann es passieren, dass Ed stirbt? Ich weiß es nicht. Aber die Medikamente würden ihm ja helfen. Naja, komm, ich liefere das schnell ab und dann. Oh. Da ballert schon einer. Oh, ich zeige euch mal, wie man eine Zombie-Horde erledigt. Was halt nicht so gut fürs. Für das Auto ist. Oh ja. Da habe ich erwischt. Und die Karre dampft schon. Nein! Oh, oh, oh. Das meine ich. Die Autos gehen sehr schnell kaputt und hört sich auch nicht gesund an aktuell. Ach komm, was soll's. Ich fahre jetzt dahin, liefere das ab und dann ist gut. Das Schöne ist, alles läuft in Echtzeit. Ich kann jetzt auch fahren, während ich die Karte anschaue. Nur bleibe ich dann stehen irgendwie, weil ich kein Gas mehr geben kann. Naja, was soll's. Es geht ja. So, muss ich da jetzt schon abbiegen? Ich hab. Ja, genau. Man erkennt das kaum. Das ist mehr so ein Feldweg, der da ans Haus führt. So, bremsen. So, Kumpel. Wo rennt er denn hin? Na gut. Okay, that was it. Here, just like we agreed on. Ah, okay, da bekomme ich Mitüberlebende geholfen. Ach ja, da kann ich mir jetzt. Ah, Nahrung. Sit tight. I'm bringing this stuff home. We'll see you soon. Maya ist traurig. Warum ist Maya traurig schon wieder? Meine Güte. Can't do Das. that right now. Kann ich doch. Ja, die kann man immer in 30er Stapeln mitnehmen. Ich kaufe mir einfach mal was für meine 45er. Muss ich zwar nicht, aber. Hi. Oh, Kumpel, du wirst verfolgt, weißt du, ne? So. Bats. Leute, ich weiß, es ist nicht nett, aber ihr habt ja genug. Also, ein Auto haben sie, deswegen klaue ich mir das mal. Weil mein Pizzataxi ist schon ein bisschen kaputt. Neue Nachbarn. Yay. Ich weiß gar nicht, ob ich die rekrutieren kann. Also man kann normalerweise Menschen rekrutieren, die man hier findet. Und wenn man Freund genug ist mit ihnen, kann man sie auch spielen. Aber brauche ich eigentlich nicht. Finde ich. Ist unnötig. So, dann werde ich jetzt erstmal zurückfahren. Ah, das ärgert mich, dass ich keine Schrotflinte hatte im Waffenladen. Wow. Ja, ach so, ah, die Horden. Warte mal. Mit dem Auto hält ich glaube, das hält ein bisschen mehr aus. Da kann ich schon ein paar Mal drüber fahren. Bams. Und. Bams. Und nochmal drüber, komm. Und kommt gleich Zombie-Horde vernichtet. Au, hört auf, mein Auto zu hauen. Ich merk's, wie es vibriert. Komm, Matsch. Matsch, 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 Matsch. Okay. Ich habe gar nicht den Hinweis bekommen, dass die Horde jetzt erledigt ist. Schade. Oh doch, Zombie-Horde getötet. Aber es ist eine neue Horde im An. Na? Ihr nervigen Viecher. So. Ah, der hält ganz schön was aus, ne? Das Ding. Bam, Zombie-Horde getötet. Ja, man muss auch die Infektionsherde erledigen. Das sind diese Dinger hier. Das werde ich auch gleich machen. How's it going? I'm almost there. Jo. We'll crack open a cold one for you. Die Sprüche sind leider immer dieselben. Das sind immer so Standardsprüche, aber was soll's.
Au. Das tat weh. Gut. Dann werden wir das mal abliefern und dann bekomme ich wieder schön Rohstoffe dafür. So. Ah, verdammt. Ah, diesen Spruch. Oh, you know, stuff. Den habe ich schon 100 Mal gehört. Aber ist ja nicht so wild. So, da oben ist Maya. Ich werde sie mal spielen, denn ihr seht, mein blauer Ausdauerbalken ist permanent verringert. Das heißt, ich muss ihn ein bisschen ausruhen lassen, den guten Marcus. So, und du übernimmst mal. Okay. Auch die Melodie kenne ich irgendwoher. Ist die nicht aus Walking Dead? Naja, ich werde mal hier so einen Infektionsherd besuchen. Muss man nämlich machen. Ich hatte letztes Mal da irgendwie, ja, so 6 Stück oder so. Und dann ging die Moral ganz schön runter bei meinen Leuten. Als ich die erledigt hatte, war es dann wieder okay. Aber man sollte das nicht überhand nehmen lassen. Denn diese komischen Kreischer, die sind schon gefährlich, glaube ich. Musste gerade nochmal checken, aber sie hat noch genug Munition dabei. Also diese Kreischer, die dann andere anlocken, das, da sollte man ein Auge drauf haben. Und es wird schon dunkel, das gefällt mir nicht, Leute. Im Dunkeln ist es ziemlich bekloppt zu spielen, muss ich sagen, leider. Weil ich dann sehr wenig sehe, nur. Ja, bleibt mal cool. Ich mach's euch ein bisschen heller, keine Sorge. Dass ihr da was sehen könnt. Ich muss ja nichts sehen, ich muss ja nur spielen. Aber ich werde mir das dann... Oh, das sind schon eine ganze Menge. Ich hätte nicht gedacht, dass es doch so viele sind. Seht ihr den ganz rechts, der da so ein bisschen blass ausschaut? Oh, das sind sogar 2 Kreischer, merke ich gerade. Oh, oh. Auf die sollte ich nämlich ganz besonders achten, die da. Aber die merken gar nichts, wenn man so weit wegsteht. Ah, jetzt geh doch ein bisschen da ran, Mensch. Geh doch da... Oh, hi. Oh. Oh, jetzt stirb doch. Ja, sie ist noch nicht so gut im Kämpfen. Oh. Stirb. Oh nein. Hey, spring doch. Alter. Oh, lass mich los. Ihr seid so gemein. Hau ab. Na. Oh Leute, das war ein Fehler hierher zu kommen, glaube ich. Au. Okay, ich esse mal einen Snack und dann nehme ich die Beine in die Hand. Das war dumm hierher zu kommen. Ja, ich sag ja, Maya ist halt nicht so bewandert im Kämpfen, im Faustkampf. Oh nein. Und deswegen Beine in die Hand und laufen, was das Zeug hält. Uah. Dann kann ich da nicht rüberspringen. Lass mich durch. Helft mir, Leute. Helft mir, helft mir, helft mir. Helft mir. Ich glaube, ich sollte doch wieder Markus nehmen für solche Expeditionen. Kann ich da rein? Ja, kann ich. Oh, geh doch weg. Du Drecksau. Oh, meine Güte. Ist nicht gut. Man muss auch aufpassen. Ich glaube, man kann krank werden, wenn man sich zu oft treffen lässt von solchen Viechern. Das war zu früh. Ich habe das letzte Mal auch anders gemacht. Da hatte ich einen Schalli auf meiner Waffe. Und die Gegner haben mich da überhaupt nicht registriert. Oh Mann. Dann werde ich mit ihr noch ein bisschen die Stadt erkunden. Ja, dann muss ich den Infektionsherd ein bisschen später bereinigen. Das ist alles gefährlich. So, was habe ich denn noch Schönes? Ich könnte mir noch 10 Schuss kaufen. Mache ich auch. Ich habe ja schon 250 Einfluss. Das geht eigentlich recht fix. Wenn man da immer nur Zeug sammelt und zurückbringt, dann hat man hier ruckzuck den Einfluss zusammen. Nee, weißt du was? Ich hole die Medikamente. Das sollte ich ja tun, denn mein lieber Freund Ed, der ist ja krank. So, ich nehme diese Mistkarre hier. Ich kann eh nicht fahren. Das werdet ihr auch gleich sehen, weil, ja, werdet ihr sehen. So, fahren wir mal dahin. Zu unseren beiden Kollegen. Das hatte ich auch noch übrigens im Angezockt. Aber es kommt schon bald Abwechslung, keine Sorge. Keine Sorge. Handbremse. Eat. Ja, das ist gut. Mit dem Auto kann man schöne 90-Grad-Kurven fahren. Mit den anderen macht man direkt so einen U-Turn. Ist nicht wirklich praktisch, wenn man vor Zombies abhaut. Weiß nicht, gibt es dafür auch irgendwann Achievements? Ich habe noch kein einziges Achievement bekommen. Weil, wie gesagt, ich habe nicht viel gemacht an Quests. Ich bin eigentlich nur durchgerannt und habe alles getötet. So, dort ist die Quest. Und da werde ich jetzt auch mal parken. Wie? Gar nicht gut? Och Mann. What did I say? No cars. Ach, die Schnauze. About time you showed up. Let's get this show on the road. You're the newbie, so you get a bust in the window. The door will make less noise. Or, hey, you could do it like a total fucking idiot. Up to you. Just get us inside.
Ich dachte, die Newbies dürfen immer Schmiere stehen. Warum muss ich jetzt hier mitmachen? Ja, man muss halt überall die Augen haben. Also, ich glaube, auf die Waffe kann ich keinen Schaldi drauf machen, oder? Tatsächlich, ich kann auf mein Gewehr einen Schalldämpfer draufschrauben. Wie gut ist das? Wusste ich gar nicht. Ich dachte, es geht nur bei... Hoppala, nur bei Pistolen. Hahaha, das war laut. Alright, hop to it. Let's get this done and get the hell out. Try to keep the zombies outside, huh? And who the hell put you in charge? How about years of experience on the beat, huh? How's that grab you? I didn't realize the Department of Fish and Wildlife counted as a beat. I'm still the only law enforcement officer on duty. Halt mal die Schnauze, Kerl. Yeah, and if we gotta deal with any zombie trout, you'll be the first motherfucker I call. Goddamn motherfucking piece of shit. Call on the fucking red set. So tape it shut and keep loading. Don't let him in. Oh nein. Lass ihn in Ruhe. Ich sehe gerade nichts, aber das ist auch nicht schlimm. Wie gesagt, in der Dunkelheit sieht man hier fast gar nichts. Oh! Ja, das ist der Unterschied zu Schnittwerkzeugen. Im Gegensatz zu stumpfen Waffen haut man nämlich hier Körperteile ab. Was das dann bringt? Naja, könnt ihr selbst entscheiden. Ich finde es eigentlich besser, wenn ich die Schädel direkt einhaue. Oh, guck mal, Medikamente, die bringen wir heim. Ja, alles mit heimbringen, egal ob man es wirklich selber nutzen will oder nicht. Nichts mehr da, was schon? Hi. Schreier, nein! Alter Schwede, jetzt kommen sie. Shit! That's it. Let's ditch this bitch and go home. Let's hoof it, people. Stay low and stay quiet. Okay. Müsste mal mehr Schusswaffen trainieren, denn irgendwie lade ich noch sehr, sehr langsam nach. Oh, komm. Komm schon. Nicht das. Nicht die jetzt. Da war ja letztes Mal, als ich hier war an der Stelle... Da war so eine Art Springer. Au, oh, hör mal auf, du. Verdammter Zombie. Bad enough, we gotta make this charity run. Let's not waste all our damn ammo to boot. Ja, ja. Try to keep out of the line of sight. Zeds will come check out just about anything louder than a solid smack on the head. But their eyesight's for shit. They can't see you, they can't eat you. Nein. Shut up and get moving. I'm not getting paid to babysit. Excuse me out of hell for trying to keep the newbie alive. Alter Schwede, ich habe echt Acht. Ich habe echt Angst in der Dunkelheit. Das ist total widerlich. Man sieht halt nichts. Oh oh, Zombieherde nähert sich der Heimatbasis. Das ist Mist. Das ist Mist, Leute. Und ich habe gerade meine einzige Nahkampfwaffe fast zerstört. Wenn ich nämlich ein Auto nehme, dann meckern die. Ja, das hatte ich letztes Mal, als ich hier an der Stelle war. Ich habe es noch ein bisschen weitergespielt natürlich. Und dann sagte dieser komische Alan, nein, wir nehmen jetzt nicht das Auto, denn es ist zu laut. Ja, super. Und dann den ganzen Weg hier laufen, ist natürlich besser, ne? Lieber das eigene Leben riskieren, als die Dinger sicher heimzubringen. Was ein Käse. So ein Blödmann. Ich muss mich beeilen, denn wenn die Zombie-Herde die Heimatbasis erreicht, dann wird's nicht schön. Dann wird's ganz schön eklig, glaube ich. Ach komm, ich bin jetzt faul. Bevor ich da hinlaufe und den... Genau, schieße ich den lieber ab. So, jetzt muss ich aufpassen. Ich weiß nicht, wo die Zombieherde ist. Ah, die Werkstatt ist fertig. Das ist super. Ja, da kann ich mir jetzt nämlich wunderbar... Ich zeig's euch mal. Mache ich auch gerade. Ich lasse mir mal Schalldämpfer herstellen. Die dauern jetzt 29 Minuten. Aber dann habe ich zwei Schalldämpfer, die ich mir dann kaufen kann. Und Schalldämpfer sind eigentlich immer angeraten, mit dabei zu haben. Denn ohne Schalldämpfer, ne, ihr wisst, bin ich sehr schnell entdeckt. Ja, ich lade nach jedem Schuss nach. Es ist sicherer, glaubt mir. Gerade bei Gewehren. Wenn ich jetzt mit einer Pistole schießen würde, wäre das eigentlich irrelevant, aber... Naja, bei Gewehren ist es dann doch schon besser, wenn man immer die Patronen hat, die man braucht. Und meistens hat man nicht so viele, wie man braucht. Motherfuck, this piece of shit rucksack's coming apart at the seams. At this rate, I'm gonna lose half this shit before we get home. I'll go find us a ride. No, goddammit! Cars are too dangerous, just leave it! Kiss my ass, Alan. Lily needs these meds. Fuck you. So ein Arschgesicht. Get your ass back here, Alan. Alan! God damn it!
Ja, ich muss hier schnell ein Fahrzeug suchen. Denn sonst wird sie, glaube ich, gefressen von Zombies. Und das will ich nicht. Denn sie ist mir auf jeden Fall sympathischer als dieser blöde Alan. Hoffentlich machst du jetzt nicht die Sirene an, meine Liebe. Meine liebe Mary. So, komm, steig ein. Wow, Vorsicht. Komm, Sam, steig ein. Oh, da kommen schon die Zombies. Ah, die lasse ich an. You bet. He's a shithead, but look on the bright side. He's only about half as stupid as he looks. Plus, he's not half bad in a fight. Oh nein. Oh nein. Wo ist die Zombie-Horde? Na komm, dann machen wir mal schnell, dass wir reinkommen. Irgendwas ist hier nämlich faul. Oder? Wo ist denn die Zombie-Horde? Ich dachte, die wäre fast hier. Na gut. Glück gehabt. I didn't see any of that method or whatever. Hey, you said we were getting antibiotics for Ed. Relax. We got those too. What the hell is going on here? Okay, look. I've got this condition, lupus. It's chronic. No cure. Without medication, your friend needs antibiotics. I need medicine, so I kinda sent you to a place you might find both. So, you used me. I didn't... Just let me know when you find the doc. Ach komm. Also ganz ehrlich, da hätte ich jetzt nicht so reagiert an ihrer Stelle. Immerhin ist es ja für das Wohl aller, dass sie überlebt, oder? Hm, warte, ich brauche eine neue Waffe, unbedingt. Nur wenn ich die jetzt verkaufe, dann kriege ich Ärger, weil das habe ich schon mal gemacht, eine kaputte Nahkampfwaffe verkauft. Und dann wurde ernsthaft mit mir gemeckert, also von wegen... Also ich habe dann minus Moral bekommen, weil ich kaputte Waffen hier abliefere. Deswegen sollte ich vielleicht... Ja, und 90... Das kostet 90 Einfluss. Bin ich schon ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt, wenn ich mir einfach eine Waffe kaufe. Nee, warte mal. Ich habe ja noch Medikamente bei, die kann ich ja loswerden. Marcus ist traurig. Warum ist Marcus schon wieder traurig? Ihr seid solche Penner. Oh, geht weiter. Hallo, Sam. I didn't see you at service last Sunday. You didn't see anybody at service last Sunday, Will. Nobody goes to those things because the rest of us are too busy trying to stay alive. You and Lily and the rest do a good job seeing to the needs of the body. The way I see it, it's my job to see to the needs of our souls. By sitting in an empty room with a Bible, hoping somebody'll show up? That's pretty sad. Really? And how many days did you spend sitting in an empty shelter with a pot of soup, just in case a hungry person showed up? Yeah, well, that was different. How so? Most of those days I was hungover. Okay. Täglicher Einfluss durch Ruhm begrenzt. Warum das denn schon wieder? Warte mal, wie viel haben wir denn zurzeit an Leuten hier? Wir haben insgesamt 8 Stück, oder? Ja. Müde, müde. Na gut, die waren ja gerade mit auf Tour. Ist halt die Frage. Ich würde eigentlich gerne wieder mit Marcus weitermachen, aber der ist ja auch noch müde. Na, obwohl. Eigentlich nicht. Was ist er denn? Wachschicht, Wachturm. Ich glaube, ich werde mit Marcus weiter, oder? Ne, kommen wir dir noch ein bisschen, Maya. Sie hat einen großen Rucksack, das ist eigentlich wunderbar. Was machst du? Alan? Alan? Was machst du da? So. Ich werde denen mal ein bisschen Scharfschützentraining geben. Ja, werde ich. Kostet nur Munition, aber immerhin... Ich weiß nicht, ist das jetzt nur temporär, dieser Upgrade? Ich weiß es echt nicht. Ich glaube, als nächstes werde ich mir Baumaterialien holen. Dann kann ich nämlich hier ein bisschen aufrüsten. Ach, hier seht ihr über... Ja, übrigens, hier seht ihr meine Spezialfähigkeiten. Da werde ich mal ganz kurz drauf eingehen. Und zwar... Wo haben wir es denn? Was? Ich kann da gar nicht runter. Okay. Ach, hier. Genau. Kämpfen. Ach so, sie kann gar nicht... Nahkampf? Hat sie gar keinen Nahkampf? Weil Marcus hat ja irgendwie alles. Seht ihr, sie kann nicht gut mit Nahkampfwaffen, aber sie ist dafür besser mit Fernkampf. Naja, Schießen, da seht ihr das Training, Grundlagen. Drücke A, wenn du zielst und wir... Achso, um den Feuer... Die Feuerraten kann ich da umschalten, das wusste ich gar nicht. Ich habe gelernt, mich beim Zielen schneller zu bewegen. Ich kann schneller nachladen. Pistolenspezialisierung. Kopfjäger. Ah, Zombieköpfe aus großen Entfernungen anvisieren. Das ist ja nett, aber das kann ich noch nicht. Ja, man kann es halt nicht skillen, aber sie lernt es automatisch, glaube ich, nach einer Zeit. Meine Waffen halten viel länger.
Ich bin beim Zielen und beim Nachladen schneller und Spezialtechnik auswählen. Ah, die kann ich dann selbst auswählen. Leute, seht ihr, ich lerne immer noch dazu. Aber es ist sehr interessant. Man kann sich halt wirklich spezialisieren. Ich glaube aber, Marcus, der hat alles so ziemlich. Also mit dem kann ich alles lernen, theoretisch. Er ist zuversichtlich, das ist ja schön. Naja, Leute, ich bin auch zuversichtlich, dass es bald weitergeht. Mit voller Elan eben. Dass ich euch was Neues zeigen kann und noch was Neues dazulerne. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Gebt mir einen netten Kommentar dazu ab. Wenn ihr möchtet, ihr könnt auch mit mir schimpfen, wenn ich was nicht kapiert habe oder so. Dann weist mich ruhig darauf hin. Ist natürlich kein Problem. Oh, guck mal, ich kann noch kochen. Mache ich nächstes Mal. Naja, ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid, wenn es heißt State of Decay.